So, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute dreht sich alles um das Thema mobile Zeiterfassung, all die Möglichkeiten, die Sie mit Abacus haben. Ich würde sagen, wir steigen gerade mit dem Thema ein. Genau, merci vielmals. Ich würde euch gerne zuerst in der ersten Phase das Thema von der mobilen Leistungserfassung in Abacus anhand von ein paar Folien demonstrieren. Auf einer technischen, auf einer theoretischen Ebene. Du aber bewusst die Zeit möglichst kurz halten, sodass wir dann in der zweiten Phase in der Live-Demo das Abaclick 3 können live vorstellen und auch das MyAbacus als Plattform für die Leistungsrapportierung. Vielleicht noch ganz kurz einleitend: Thema Zeiterfassung im Abacus. Ihr seht hier ganz im Sinn von einem ERP. Kann man im Abacus innen den Gesamtprozess drinnen abbilden. Also es geht eigentlich nicht nur um die Leistungs- bzw. um die Arbeitszeitrapportierung, sondern es fängt bereits vorher mit der Planung an und endet dann schlussendlich in der Verarbeitung in der Lohnbuchhaltung. Dort ist es wirklich so, dass das System durchgehend ist, von ganzem Anfang bis hinten raus bei der Verbuchung. Genau. Und bevor wir auf die einzelnen Applikationen eingehen, würde ich gerne noch schnell das Thema ansprechen, Unterscheidung Arbeitszeit versus Leistungserfassung. Mir ist bei meinem Mandat, das ich habe, im Rahmen von der Zeit- oder Leistungserfassung immer wieder aufgefallen, dass dort hier nicht immer genau das gleiche gute Verständnis ist. Darum würde ich zuerst gerne schnell kurz erklären, um was es hier geht. Wir haben im Abacus innen das Thema von der Arbeitszeiterfassung, das heisst, man kann zum Beispiel über das ERP im N100 Delphi kann man seine In- und Out-Arbeitszeiten erfassen. Man kann das auch bekanntlicherweise über das Abaclock-Stempel, über das Stempelsystem. Das bedeutet aber nicht, dass automatisch auch Buchungen im System im Rahmen von einer Leistung erfasst werden. Das wäre das, was man unter dran sieht. Jetzt in diesem Fall, in diesem Beispiel, wäre das Leistungen, die man auf 3 verschiedene Projekte gebucht hat. Und das kann deckungsgleich sein, muss aber nicht vom Umfang her. Das ist eine wichtige Unterscheidung, dass Leistungserfassung nicht das gleiche ist wie Arbeitszeiterfassung. Und das wird gut sichtbar, wenn wir auf dieser Folie hier schauen, wo ich das Beispiel hinzugefügt habe. Ganz rechts unten seht ihr, dass das System eine sogenannte Differenzbuchung abgesetzt hat. Das kann man im Abacus innen so parametrisieren. Und wenn man möchte verhindern, dass, wenn Mitarbeitende, wo jetzt in diesem Beispiel hier 8,5 Stunden Arbeitszeit gestempelt hat, über In- und Out, aber ja, für Anführungszeichen nur 7,5 Stunden Leistung erfasst haben, dass dann das System automatisch das Delta, die verbleibende Zeit, auffüllt mit einer sogenannten Differenzbuchung, sodass dann die Leistungsrapportierung oder eben die Arbeitszeitrapportierung mit den Stempeldaten übereinstimmt. Gut. Was haben wir alles für Möglichkeiten im Abacus Sinne für die Zeiterfassung zu machen? Da wäre man natürlich die Erfassung direkt im ERP drin, weil ich einfach nicht sehr mobil. Mobiler wird es dann schon ein bisschen bei der Abaclock, insofern als dass die unabhängig von einem Standort, dass ich als unabhängig vom Standort, von einem gewissen Standort, können meine In- und Out-Arbeitszeiten erfassen. Beim Abapoint ist es so, das ist ein kleines Gerät, das man brauchen kann für wenn ich möchte Arbeitszeit vor allem von einem speziellen Ort aus möchte erfassen, eignet sich vor allem in der Reinigungsbranche, wo man dann die Abapoint-Beacons in gewissen Zimmern kann platzieren, sodass dann die Personen, die Leistung erfassen müssen, ihr iPhone oder ihr Android-Phone herhaben können und dann mit der entsprechenden App die Arbeitszeit über den Beacon erfasst wird. Über das Thema ABA-Unit werden wir dann später noch ein bisschen reden. Richtig interessant und vor allem richtig mobil wird es dann beim ABA-Click 3 Smartphone-App und beim MyAbacus Mitarbeiterportal. Und die zwei Lösungen würde ich euch gerne schnell im Detail erklären. Genau, die anderen Lösungen haben wir auf weiteren Blogbeiträgen genauer erklärt. Am besten schauen Sie mal auf unserem OXIP-Blog Online-Magazin. Da finden Sie diverse Links auf unserer Webseite, ob haben die genauer vorgestellt oder Sie gehen auf unserem Accept-YouTube-Channel. Auch dort haben wir diverse Videos zu verschiedenen Themen, wo wir die Abaclock, Abapoint oder auch die Zeiterfassung im ERP selber noch ein bisschen genauer vorstellen würden. Genau, merci vielmals.
Dann fangen wir doch an mit dem Smartphone-App ABAKLIK. Bereits in der dritten Generation von der Abacus entwickelt, ist es Smartphone-App, was für iPhone und für Android-Geräte gibt, ist direkt mit dem, in das ERP, Abacus ERP integriert. Das heisst, ich habe sehr viele Funktionen wie einen verlängerten Arm eigentlich nutzen und habe die Möglichkeit, als Unternehmen meine Mitarbeitenden, wo ich nicht den direkten Zugang ins ERP möchte geben, sondern nur gewisse Elemente zur Verfügung stellen, mit dem Smartphone-App könnte machen damit. Das erlaubt dann den Mitarbeitenden ein standortunabhängiges und vor allem gesetzeskonformes Erfassen von Arbeitszeiten und Leistungen. Ist auch geeignet für Spesen zu erfassen oder Absenzen natürlich, aber um das soll es heute nicht gehen. Zusätzlich bietet das Smartphone-App die Möglichkeit, dass man gewisse Informationen im Mitarbeiterdossier ablegen kann. Für Vorgesetzte gäbe es sogar noch die Möglichkeit, dass man die Rapportfreigabe abbildet. Das heisst, ich als Vorgesetzter kann auch von meinen Mitarbeitenden Buchung, Absenzen und Spesen freigeben. Mitarbeiterportal MyAbacus ist vom Konzept her oder von der Idee her sehr ähnlich wie das ABAKLIK 3 App. Das heisst, auch da möchte ich gerne Menschen Zugang geben zu meinem ERP, ohne dass ich ihnen direkt Zugang ins ABAKUS ERP möchte geben mit der entsprechenden Lizenz. Der Vorteil vom MyAbacus Portal ist ganz klar, dass man das unabhängig von der vorinstallierten Software auf jedem Computer kann nutzen kann. Es muss einfach ein Browser vorhanden sein und dann geht man dann via Internetzugang greifen wir auf die MyAbacus-Seite zu und dort drauf kann man dann sehr komfortabel Arbeitszeiten und Leistungen erfassen. Auch hier hat man natürlich die Möglichkeit, das entsprechend zu konfigurieren, sodass man auch Spesen und Absenzen erfassen kann. Und natürlich kann man auch hier Zugriff gewährleisten auf Dossier, auf Mitarbeiterdossier, sodass man Lohndokumente zum Beispiel nicht mehr per Inka-Mail versenden müsste, sondern dass man das dort hier in dem Online-Portal ablegen. Und auch da haben wir für die Vorgesetzten die Möglichkeit, dass sie den Freigabeprozess über das MyAbacus-Portal wahrnehmen können. Genau, und dann gibt es noch die neueste Möglichkeit, die Abacus auf den Markt gebracht hat, um Zeit erfassen. Und zwar ist das die sogenannte ABA-Unit. Das ist auch eine ganz einfache Zeit- und Leistungserfassung, basierend eben auf dem LoRa-Netzwerk. Vorteil vom ABA-Unit, das ist wirklich eine einfache Zeit- und Leistungserfassung, also wirklich so klassisch, wie man es eigentlich kennt. Das Ganze ist auch standortunabhängig, das heisst, man braucht keine Verbindung in ein Geschäftsnetzwerk hinein, weil das eben über das LoRa-Netzwerk entsprechend läuft. Auch da geht man mit einem Badge entsprechend an, also es braucht kein Smartphone oder etwas, sondern es ist wirklich ganz einfache oder klassische Zeiterfassung, geht man an. Dann gibt es ein akustisches und optisches Signal beim Ein- und Ausstempeln. Also das heisst, man hört einen Piepton und es gibt ein Licht, wo man sieht, dass man jetzt auch entsprechend gestempelt hat. Die ganze Variante ist dementsprechend wirklich kostengünstig. Das heisst, Sie haben eigentlich das Gerät, das Sie jetzt hier haben, jetzt im Gegensatz zu der ABA-Clock, wo ja das iPad dahinter ist, ist das die ABA-Unit, wie Sie es hier jetzt sehen, eigentlich so ein Gerät, ich würde sagen, so gross wie eine normale Frauenhand, wo man entsprechend transportieren kann und dort hin tun, montieren, wo man es braucht. Es ist eben auch entsprechend energiesparend, weil es über Batterien läuft. Und wie alle Möglichkeiten, die Sie mit Abacus-Zeiterfassung haben, ist es wirklich direkt integriert ins Abacus-ERP. Es muss nicht nochmal irgendwo synchronisieren oder jemand muss etwas abtippen, sondern es läuft alles miteinander zusammen. Vielleicht noch ein Use Cases, dass ihr besser vorstellen könnt, wo dass die ABA-Unit sicher Sinn macht zum Einsetzen. Das ist grundsätzlich wirklich eine branchenunabhängige Lösung. Sicher für Einigungsunternehmen sehr interessant, weil man die einfach an gewissen Orten platzieren kann, wo die Stempelung ganz einfach gemacht werden kann. Zum Beispiel jetzt in Banken, wo man natürlich nicht möchte oder wo es security-technisch nicht möglich ist, dass man dort eben Stempelungen als Geschäftsnetz vor Ort anbindet, dann hat man eben über das LoRa-Netzwerk super Möglichkeiten. Genauso eben für Facility Management oder Auswartungsbranchen entsprechend, wenn man das der ABA-Unit entsprechend überall kann anbringen, wo man will.
sicher auch für Bauunternehmen sieht Abacus da entsprechende Use Cases. Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass man so eine Abo-Unit an einem Container irgendwie an der Baustelle kann platzieren kann, sodass Mitarbeitende auf dem Bau selbstständig über die Abo-Unit dort stempeln können. Dann sicher auch im Sicherheitsdienst dieser Branche macht sicher auch Sinn, so wie auch bei Produktionsbetrieb, weil man da die Abo-Unit wirklich einfach kann platzieren kann. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt genug Möglichkeiten aufgezeigt. Jetzt ist, glaube ich, wichtig, dass Sie das Ganze auch noch wirklich im System live sehen. Darum schalten wir doch gerade direkt jetzt auf ein iPhone. Alles, was Sie jetzt hier sehen, sind die aktuellsten Apps und Versionen. Sprich, wir sind da wirklich auf der Version 22 mit dem neuesten Service Pack, wie auch auf der neuesten iPhone-App drauf. Genau. Merci vielmals. Ich habe da in der Zwischenzeit schon mal das Abaclick 3-App aufgemacht. Das ist jetzt, wie bereits von Tamara angekündigt, die iPhone-Version. Auf Android sieht es sehr ähnlich aus, wobei kleine Unterschiede wird es hier immer geben. Nichtsdestotrotz würde ich Ihnen gerne jetzt mal die verschiedenen Kacheln kurz präsentieren. Wir haben links oben fängt es an mit der Kachel belegen. Die ist gedacht für die Spesenerfassung bzw. für das Digitalisieren von Kreditrechnungen. Da möchte ich jetzt heute im heutigen Webinar nicht wieder drauf eingehen. Da haben wir extra entsprechendes Webinar bereits durchgeführt. Spannender für uns wird es jetzt rechts oben bei den Kacheln Leistungen. Dort kann ich Leistungen rapportieren. Ich drücke schon mal drauf, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich da jetzt drin bin, sehe ich die Buchungen bzw. ja doch die Projektbuchungen, die ich bereits erfasst habe. Ich kann dort klicken oder besser gesagt dort tippen auf das kleine Plus-Symbol rechts unten, kann ich direkt im App innen eine neue Buchung erfassen. Und das mache ich jetzt einmal. Ich tue jetzt hier mal 2,5 Stunden erfassen. Ich habe dann die Möglichkeit, direkt ein Projekt auszuwählen, wo ich die Leistung darauf rapportieren möchte. Wir wählen jetzt einmal einfach eins aus. Ich habe sogar noch die Möglichkeit, zu sagen, von wann bis wann, dass ich die Arbeitszeit oder die Leistung erbracht habe, tatsächlich. Ich kann hier noch einen Kommentar hinterlegen. Machen wir doch das schnell. Genau. Und dann ganz am Schluss kann ich noch definieren, ob die Leistung, die ich jetzt da rapportiert habe, ob die so abgerechnet werden, ob die skolant ist oder ob es nicht abzurechnen ist. Ich wähle jetzt hier mal aus, dass sie so abgerechnet werden und habe somit eigentlich alle Standard oder alle wichtigen Parameter übergeben, damit die Buchung absetzen. Drücke entsprechend auf Fertig und bin jetzt hier wieder auf dem Eingangsmenü, wo ich sehe, dass die Rapportierung parat ist zum Absenden, erkennbar an dem Kreisli und dem fehlenden Gutzeichen weiss ich eigentlich, dass die bei mir anfangs lokal gespeichert ist. Ich könnte jetzt auch, wenn ich drauf drücke, könnte ich wieder reingehen. Könnt ihr noch bearbeiten? Das möchte ich jetzt nicht, sondern ich möchte jetzt die direkt aufladen. Und das mache ich, indem ich sie gegen rechts über den Swipe und dann mit dem Drücken auf das entsprechende Symbol zu der Freigabe oder zu der Übermittlung ins ERP freigeben. Und das hat jetzt bei mir auch schon funktioniert. Genau. Und habe in dieser Ansicht übrigens auch noch die Ansicht oder die Möglichkeit, zu schauen, was habe ich für Buchungen in der Vergangenheit gehabt. Ich habe das entsprechend eingrenzen auf Leistungsart oder auf Projekt, so dass ich eigentlich immer gute Übersicht habe, was habe ich in der Vergangenheit bereits rapportiert. Das wäre die Ansicht von den Leistungen. Zu der Zeiterfassung gehört auch das Rapportieren von In- und Out-Zeiten. Das wäre dann die nächste Kachel, wo drauf steht In- und Out. Wenn ich die auswähle, sehe ich eigentlich, habe ich die Ansicht, wo ich kann, definieren kann, von wann bis wann ich gestempelt habe. Das ist analog zu Abaclock und es würde sich dann entsprechend das sinnvoll ergänzen. Das heisst, ich könnte theoretisch über Abaclock eingestempelt haben. Die Information würde es mir hier übertragen und dann könnte ich dann durch das Drücken hier auf eine zweite Zeit könnte ich hier wieder ausstempeln. Das ist durchaus möglich, sodass dass es eigentlich nahtlos weitergeführt wird. Das heisst, ich fange auf der einen Seite anfangen und kann dann in der zweiten Applikation direkt weiterfahren beim Stempeln. Das heisst also, bei Ihnen dort kann ich wirklich nur Zeiten rapportieren und nicht auf ein Projekt? Genau, völlig richtig. Das ist wirklich nur gedacht für das Definieren von wann bis wann, dass ich gearbeitet habe. Wir haben rechts nebendran bei Timesheet, das ist eine weitere Möglichkeit für die Arbeitszeit-Leistungsrapportierung. Und zwar ist das Timesheet gedacht
als Kombination für das Rapportieren von Leistungen im Kontext von In- und Out. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich entsprechend eine Kombination von der In- und Out-Seite, die ich führen könnte. Und ich kann dann auch sagen, von wann bis wann auf welches Projekt mit einer Leistungsart, das ich rapportiert habe. Also wenn ich jetzt da mal bei heute würde oben drauf drücken, kann ich die Startzeit definieren, wenn dass ich dort angefangen habe. Und entsprechend kann ich auch dann die Zeit noch wählen. Und ihr seht dann unten dran auch entsprechend das Projekt. Da steht jetzt Beratung Berber AG. Beim Draufdrücken könnte ich da wieder etwas anderes anpassen, hinterlegen, so wie es mir halt dann tatsächlich passt. Da bei Arbeit habe ich auch die Möglichkeit, noch etwas anzupassen. Man löst das bei der Leistungsart Arbeit. Und sobald ich dann auf das Gutzeichen drücke, habe ich die Buchung erfasst. Wir werden jetzt hier vom System darauf hingewiesen, dass noch etwas fehlt, erkennbar an dem orangen Ausrufezeichen. Das heisst, ich kann jetzt hier drauf, durch ein langes Drücken auf die Buchung, komme ich wieder auf die bekannte Ansicht. Und jetzt bei dieser Buchung erwartet er von mir noch, dass ich angebe, was es für Abrechnungstyp das ist. Ich würde es mal auf nicht abzurechnen setzen, drücke dann hier auf Fertig und kann so eigentlich relativ schnell einen ganzen Arbeitstag rapportieren. Für zum Aufladen habe ich dann hier links unten das Symbol mit dem Philipp, der gegenüber zeigt. Und da kann er auf Abschließen gehen. Er fragt mich noch, welche von diesen Buchungen, die ich tatsächlich möchte aufladen. Ich kann das hier bestätigen. Und sobald ich das gemacht habe, wird dann mit dem Gutzeichen mir gezeigt, dass die Buchung erfolgreich abgeschlossen worden ist. Ich würde sagen, dass die Funktion Timesheet ist vor allem dann sinnvoll oder vor allem dann sehr zeit, kann durchaus grosse Zeitersparnisse mit sich bringen, wenn Mitarbeitende Standardarbeitstage haben, wo sie am Vormittag das machen und am Nachmittag das, dann kann man wirklich sehr effizient seine Arbeitszeiten rapportieren. Wir sehen außerdem im Aber-Click-App ganz unten noch die zwei Kacheln. Das eine ist Mitarbeiterdaten, wo ich persönliche Informationen abschauen kann. Ich bin jetzt hier angemeldet als Barbara Eck. Ich habe hier die Möglichkeit, meine Personale anzuschauen. Ich kann schauen, was habe ich für eine Anstellung habe. Und vor allem unten dran kann ich beim Drücken auf Dossier entsprechend zum Beispiel meine Lohnausweise anschauen. Ich gehe da wieder zurück und zeige euch jetzt noch die letzte Funktion. Und zwar wäre das Absenzen und Weiteres. Wenn ihr da drauf drückt, dann kommen wir auf die Seite, wo ich die entsprechenden Saldi abfragen kann, die ich noch habe, zum Beispiel Feriensaldi. Aber ich könnte jetzt auch hier drüber eine neue Absenz erfassen, indem ich ganz einfach auf das Plus-Symbol drücke. Ich wähle dann entsprechend irgendeinen Tag auswählen, nehmen wir den 5. Juli. Mit dem entsprechenden Tag. Ich kann hier auswählen, was ist es genau für eine Absenzart. Ich wähle jetzt hier mal den Umzug aus. Genau, und schaue jetzt, ob ich das entsprechend einreichen kann. Ich muss noch warten, bis er mir das bestätigen. Wenn man jetzt so eine Absenz beantragt, dann geht es in den Visumsprozess, in den Bewilligungsprozess. Jetzt, das heisst, der Vorgesetzte kommt eine Meldung über. Richtig, zum genau. Prüfen. Genau. Wenn ich jetzt noch nicht drauf drücke, sehe ich da hier unten dran, wie der Status ist. Wäre jetzt unbestätigt von Marer Paul. Das wäre wie vorgesetzt. Und man sieht dann auch noch auf Mayabakus, wie das BIM aussieht. Das war es von der Demonstration vom Aber-Click-App. Ich würde jetzt gerne zum Mayabakus wechseln, aber ich würde jetzt in der ersten Phase noch nicht das Smartphone verlassen, sondern ich möchte noch gerne etwas zeigen. Und zwar gibt es seit der Version 2022 vor allem, also es hat es bereits vorher gegeben, aber jetzt optimiert für die Version 2022, gibt es das das MyAbacus-Portal optimiert für kleinere Bildschirme. Das seht ihr jetzt hier. Das heisst, ich bin jetzt hier auf der MyAbacus-Seite und kann eigentlich relativ komfortabel die meisten Funktionen relativ gut wahrnehmen. Das heisst, ich könnte hier drüber meine In- und Out-Seite anschauen und ich kann jede Funktion, die ich auch über die Desktop-Version von MyAbacus nutzen kann, jetzt auch über das Handy bedienen. Ganz konkret können wir da jetzt drei Use Cases sehen. Ich habe einen Kunden, den ich betreue, der viel Mitarbeitende, viel Pool-Mitarbeitende hat und statt, dass man bei diesen Mitarbeitenden, die vielleicht einmal im Jahr, einen Monat für das Unternehmen arbeiten muss, erklären, wie man die Smartphone-App installieren tut, kann man ganz einfach auch diesen Personen einen Zugang freischalten für das MyAbacus und dann können sie über das iPhone oder über das Android-Handy oder von mir aus auch über das Tablet ganz komfortabel auf die MyAbacus-Seite zugreifen und können dort hier wirklich auf die Webseite darauf zugreifen, wo jetzt endlich auch für Smartphone-Bildschirme angepasst worden ist. Das einfach nur mal so als Information. Ihr könnt, wenn ihr heute zum MyAbacus schon im Einsatz seid, könnt ihr mal schauen, wie es bei euch aktuell aussieht.
vor allem in der Version 22 in Einsatz hat, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere dort hier vielleicht das vermehrt wird nutzen in Zukunft. Gut, das war es von der Präsentation vom Smartphone. Jetzt würde ich gerne fließend übergehen in die Präsentation von Maya Bakos. Ich werde das nachher mal zumachen. Genau. Und jetzt sehen wir hier den Startbildschirm von Maya Bakos. Ich gehe schnell da rein. Melde mich neu an. Genau. Und jetzt bin ich hier angemeldet als Barbara Egger. Das heisst, jetzt in unserer Demonstration als Mitarbeitende, wo auf das Maya Bakos Zugriff hat. Und die Seite ist in der Version 22 neu überarbeitet worden. Vom Konzept her ist es immer noch gleich oder ähnlich wie die Vorgängerversion. Das heisst, wir haben auf der linken Seite den Navigationsbereich, wo ich über das In und Out kann meine Stempeldaten anpassen kann. Das heisst, das ist jetzt wieder das kontinuierliche Erfassen von Daten, wo wirklich übergreifend ist, ERP-übergreifend ist. Ich habe jetzt hier heute Morgen über die Smartphone-App eingestempelt und tue jetzt hier entsprechend die Auszeit vom Mittag so rapportieren und kann jetzt hier auch ergänzend hinzufügen, dass ich über den Mittag wieder anfangen kann. Vielleicht noch gerade hier als Information, ihr seht unten dran, zeigt immer gerade sehr schön an, dass das Pause-Reglement entsprechend gezogen hat. Also wenn ihr als Firma ein Pause-Reglement habt, würden die Mitarbeiter da auch sehen, was jetzt tatsächlich effektiv bei mir für Arbeitszeit generiert worden ist. In dem Fall wäre das 4 Stunden weniger, weil ich nicht super Pause genommen habe, so wie es im Pause-Reglement konfiguriert ist. Ich auf meine Daten kann ich, wie bereits im Abklick demonstriert habe, kann mir die persönlichen Daten anschauen, inklusive dem Dossier dahinter. Kann ich schauen, was habe ich für Lohnunterlagen hinterlegt. Ich habe vor allem für die Vorgesetzten gedacht, sehe ich mein Team. Das heisst, ich könnte hier drüber bei Auswahl von den Mitarbeitenden könnte schauen, was haben die für Buchungen erfasst und ich könnte entsprechend auch freigeben oder korrigieren oder ergänzen, wenn das notwendig ist. Auswertungen und Listen ist ziemlich selbsterklärend, würde ich sagen. Aber hier drüber hat man klassische Dokumente, die man hinterlegen kann, die sind stark parametrisierbar. Also da tut jede Firma selber entscheiden, was man den Mitarbeitenden möchte für Dokumente zur Verfügung stellen. Heute geht es bei uns aber um das Thema Leistung bzw. Zeiterfassung, darum würde ich gerne da reingehen. Dort hier ist es folgendermaßen: dort haben wir bei der Arbeitsübersicht auch vielleicht etwas, was für die Vorgesetzten entdeckt ist, würde ich mal sagen, sehe ich sehr zentral, wie die Mitarbeitenden in meinem Team in aktuelle Arbeitszeit rapportiert haben. Man sieht es hier bei mir, wo ich darauf gearbeitet habe, die entsprechenden Buchungen, die ich abgesetzt habe. Ich würde aber auch zum Teil Absenzen bereits sehen, das heisst, ich sehe hier unten dran Zara Strässle, die jetzt in dieser Woche bzw. in diesem Monat einen Mutterschaftsurlaub hat. Der Wochenrapport würde ich gerne ganz am Schluss zeigen. Spannender bei der Arbeitszeit bzw. bei der Leistungserfassung wäre dann die Ansicht hier und die Leistungen, wo ich die Möglichkeit habe, die Buchungen, die ich bereits erfasst habe, entweder zu bearbeiten oder relativ komfortabel über neue zusätzliche Buchungen zu erfassen. Also es ist wieder ähnlich wie auf dem Abaklick-App, wo ich entsprechend ein Projekt auswähle. Ich wähle einen entsprechenden Leistungsart aus. Ich kann von bis eingeben, wenn ich das möchte. Man kann das einstellen, wie man das möchte haben. Ich kann hier entsprechend noch einen Text hinlegen und gerade auf Speichern. Und habe dann die Buchung direkt erfasst. Was auch noch interessant ist, vor allem für Mitarbeitende, die regelmäßig mit dem gleichen Projekt arbeiten, ich kann jetzt sogenannte Favoriten definieren. Das heisst, wenn ich da auf das Sternsymbol drücke, dann habe ich einen neuen Favorit definiert und dann wird mir die Buchung als leere Buchung für jeden Tag neu vorgeschlagen. Also wenn ich da jetzt in Zukunft gehe, sehe ich, dass die Buchungen bereits vorhanden sind und ich kann dann am Montag einfach wieder reingehen und sagen, ich bin wieder für die Beratung Berber AG tätig, kann die Buchung auswählen, eine Anzahl hinterlegen, gerade auf Speichern und dann habe ich eigentlich schon fertig rapportiert, den Arbeitsblock. Also dort ist aber auch sehr darauf erpicht, dass man kann, die Effizienz steigern kann, indem man mit Favoriten kann arbeiten kann und vor allem Kunden, die sehr viele Projekte haben, kann das durchaus komfortabel sein, wenn man immer wieder mit den gleichen Projekten zu tun hat als Mitarbeitenden. Dann hier unten dran bei den Absenzen, wie es schon sagt, sehe ich sehr schön eigentlich, wie ich finde, die bereits beantragten bereits beantragten Absenzen. Ich sehe hier den entsprechenden Status, das wäre jetzt der Umzug, das ist der, den wir vorher zusammen über die Abaklick-App erfasst haben. Ich kann jetzt da drauf gehen und schnell zum zeigen, wie das Ganze aussieht, kann hier neue Absenzen erfassen. Wenn ich da auf das entsprechende Symbol gehe,
habe da mal Zukunft ein bisschen für meine Herbstferien eingeben. Genau, wäre hier die entsprechende Absenzart, entsprechender Kommentar. Genau, drücke auf Speichern und habe dann schon wieder eine neue Absenz erfasst, wo je nachdem, wie ihr euren Freigabeprozess definiert habt, in den entsprechenden Freigabeprozess aufgenommen wird. Da könnte man jetzt auch noch Dokumente mitgeben, wenn man eben zum Beispiel irgendwie weiss, man hat irgendwie eine Absenz, wo man ein Dokument mitgeben muss, zum Beispiel einen Spitalaufenthalt oder irgendwie so etwas, kann man das alles noch mitgeben? Genau, richtig. Man kann pro Absenzart definieren, ob es irgendwelche Pflichtfelder gibt, die man ausfüllen muss. Ein bisschen ähnlich wie bei den Spesenarten, wo man auch sagen kann, das ist eine Spesenart, wo man einen Beleg hinzufügen müsste und andere Spesenarten, beziehungsweise andere Absenzenarten, wo man sagen, da reicht es einfach, wenn man die einfache Buchung abgesetzt hat. Bei der Absenzübersicht kann es durchaus hilfreich sein, dass man die zuerst anschauen, weil da sehe ich dann entsprechend, wer das in meinem Team zum Beispiel schon Ferien eingegeben hat. Unter Umständen kann das eben dann ein bisschen das Planen von den eigenen Ferien erleichtern, indem man vielleicht ja, sicherstellt, dass nicht alle Leute in der gleichen Woche in der Ferien sind. Spesen ist die Ansicht von der Spesen, wie es die Kürzer bereits sagt. Da kann man relativ komfortabel neue Spesen erfassen. Ich möchte jetzt heute nicht weiter darauf eingehen. Unter Rapportfreigabe habe ich die Möglichkeit, dass ich als Vorgesetzter Buchungen von anderen Mitarbeitern freigebe. Und bei Fertigmeldungen habe ich die Möglichkeit, als Mitarbeitenden direkt fertig zu melden, wenn ihr mit dem Konzept von der Fertigmeldung arbeitet. Also das heisst, ich gebe ein, jetzt habe ich fertig gemeldet, dann können alle Anträge oder das, was ich eigentlich erfasst habe, gehen, über zum im Visumsprozess hinein. Genau, richtig. Der Vorgesetzte kann beantragen. Genau. Okay. Der Fertigmeldungsprozess ist eigentlich gedacht für Leistungserfassung, also für Projektbuchungen und auch für Spesen. Absenzen hingegen sind normalerweise nicht an eine Fertigmeldung gebunden, weil wenn ich krank bin heute im Bett, dann möchte ich gerne, dass es direkt freigegeben wird und nicht erst Ende Monat zum Beispiel. Das macht Sinn. Genau. Gut, jetzt ganz zum Abschluss würde ich euch gerne noch die Ansicht vom Wochenrapport präsentieren. Eine sehr coole Seite, wie ich finde, weil einem das ermöglicht, relativ effizient eine ganze Woche zu rapportieren. Und wir sehen hier, je nachdem, wie gross der Bildschirm ist, der daran arbeitet, habt ihr hier die Möglichkeit, einzelne Tage auszuwählen, damit ihr einfach nur einen Tag seht. Ihr könnt die ganze Woche anzeigen, wenn ihr möchtet. Es ist vor allem für Unternehmen sinnvoll, die nicht Montag bis Freitag Arbeitszeiten haben, sondern die so über das Wochenende Arbeitszeiten geben kann. Und dann kann ich wirklich pro Tag entsprechend der vorhandenen Leistungen kann ich definieren, was dass ich wann geschafft habe. Und dann kann man wirklich sehr effizient entsprechend entweder über das Von bis oder indem ich es direkt eingebe als Wert, kann ich dann die Arbeitszeiten erfassen. Und das ist vor allem auch sinnvoll für Leute, die vielleicht nicht jeden Tag die Arbeitszeiten oder die Leistungen rapportieren und das konzentriert an einem Tag in der Woche machen und das dann hier drinnen sehr schön können nachführen können. Man kann das übrigens auch so konfigurieren, dass es einem auch die Absenzen würde anzeigen würde. Dadurch, dass ich jetzt in dieser Woche keine Absenz drin habe, zeigt es mir auch keine an. Aber das lässt sich durchaus so parametrisieren, dass wir eigentlich alles zusammen, das heisst, ich könnte sogar hier drüber über das Stoppäuerli, könnte die Not In- und Out-Zeiten korrigieren oder anpassen. Sprich, ich kann meine ganze Arbeitszeiterfassung über eine Seite machen, ohne dass ich gross müsste, von Seite zu Seite springen, sondern ich kann alles konzentriert an ein Wort machen. Genau, das wäre die Ansicht von der Mitarbeiterin. Ich würde mich jetzt gerne noch schnell zeigen, wie das auf der Seite vom Vorgesetzten aussieht, vor allem hinsichtlich vom Freigabeprozess. Ich bin jetzt da angemeldet, auch in der Rolle vom Vorgesetzten, von der Barbara Eck. Und er sollte jetzt in der Zwischenzeit zwei neue Absenzen bekommen haben. Die eine haben wir über das Abaklick abgemacht oder abgesetzt und die zweite über das MyAbacus-Portal. Ich kann sehr komfortabel da auf die entsprechende Absenz drücken. Auf der rechten Seite erscheint mir die Ansicht, wo ich sehe, von wem kommt der Antrag. Ich habe jetzt hier entsprechend auch schon Dokumente, die man mitsendet. Ich könnte die Absenzenkontrolle noch schnell vorgängig anschauen, für zu entscheiden, hat die Person irgendwie vielleicht noch passt ihren Absenzantrag im Sinne von, oder hat sie in der Vergangenheit schon mega viel Ferien gehabt,
es soll ihm einfach entsprechend für eine Folgesetzung soll es, die Entscheidung können erleichtern, möchte ich den Absenzantrag genehmigen oder nicht. Also er hat es gerade da, ich muss nicht nur mal irgendwo ins Mail-Abakus oder ins Outlook oder irgendwo schauen, sondern man hat gerade alles beieinander. Genau, richtig. Und ich kann es dann auch hier darüber beantworten, indem ich aber drauf drücke. Hat die Möglichkeit, das bestätigen oder abzulehnen. Ich würde sagen, wir jetzt mal eins von denen bestätigen. Unter anderem, nur damit wir sehen, wie das Ganze funktioniert, die wir ablehnen. Ich muss hier entsprechend den Text hinterlegen, damit ich es ablehnen darf. Das heisst, ich darf Absenzen nicht kommentarlos ablehnen, sondern ich muss einen Grund angeben. Und sobald ich das gemacht habe, erscheint dann bei der Mitarbeiterin entsprechend in der Inbox Nachricht abgelehnt oder angenommen. Und vor allem jetzt wirklich auch, aus der, noch, für das noch einmal schnell zu zeigen, für einen Vorgesetzten kann es durchaus gäbig sein, wenn er hier die Arbeitsübersicht hat, wo er oder sie als Vorgesetzter sehr genau sieht, wer Arbeitszeit erfasst hat, in welcher sind die Arbeitszeiten erfasst worden bereits oder jetzt hier, wie zum Beispiel bei Paul Marr entsprechend noch Lücken drin. Am Ende hat hoffentlich nicht mehr geschafft, aber an den anderen Tagen würde ich einfach erkennen, wenn das die Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit noch nicht erfasst haben oder ich würde hier drauf sehen, ganz schön, wer absent ist an diesem Tag. Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu der Barbara Eck, dann sollte ich eigentlich hier in der Zwischenzeit entsprechende Rückmeldung bekommen. Jetzt in dem Fall hier, der eine ist bewilligt worden. Schnell schauen, und der andere hier, in dem Fall sind beide angenommen worden. Aber jetzt gehen wir gleich schnell schauen bei der Absenzübersicht, weil dort hier sollte entsprechend auch die Meldung bekommen, genau richtig. Ich sehe hier drauf, sehr schön, ist er entsprechend abgelehnt worden oder genehmigt worden und hat jetzt auch die Möglichkeit, hier entsprechend die Absenz neu zu erfassen, vielleicht wenn die Begründung war, dass mit dem Datum etwas nicht gestimmt hat. Genau. Ja, das war es eigentlich von der Präsentation von der Arbeitszeit- und Leistungserfassung mit dem Abaklick-App und über MyAbacus. Ich bin jetzt gleich schon ein paar Jahre dabei und mir ist hier ganz stark aufgefallen, dass Abaklick sehr viel Energie investiert hat für die Online-Plattformen zu optimieren, für das Verbessern und den End-User entgegenzukommen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Plattform in Zukunft wird weiterentwickeln. Genau, danke vielmals, Patrick. Also man hat jetzt wirklich gesehen, man hat mit Abaklick diverse Möglichkeiten, wie sie wirklich effizient und einfach können Arbeitszeiten erfassen. Ich glaube, für jede Branche oder für jedes Unternehmen gibt es diverse Möglichkeiten oder eben Optionen, wie sie ihren Mitarbeitern wirklich coole Tools können zur Verfügung stellen, wo es Arbeitszeit erfassen oder auch Absenz erfassen wirklich auch Spass macht. Gut, wir wären soweit am Ende von unserem Webinar. Wir danken Ihnen vielmals fürs Zuschauen und machen Sie es gut. Ade miteinander. Ade miteinander. Merci vielmals für das Interesse.